Ja, wir haben einen verloren. Den ersetzen wir doch gleich mal. Um erfolgreich gegen Ramirez vorzugehen, benötigen wir Musketiere. Aber Musketiere verlangen bessere Verpflegung. Daher schlage ich vor, dass ihr auf die Jagd geht. Denn Fleisch ist für bessere Verpflegung notwendig. Ja, arme Hirscher. Ihr findet reiche Wildbestände in eurem Minensektor oder im angrenzenden Gebiet. Sobald ihr ausreichend Wurst hergestellt habt, um die Mägen eurer Siedler zu füllen, baut neue Wohnhäuser und vergrößert eure Siedler. Ja. Fangen wir schon mal mit dem Errichten an. Dann gucken wir uns gleich die Tutorials wieder an. So. Metzgerei. Die Metzgerei verarbeitet Jagdwild zur besseren Verpflegung. Ist okay. Falls ihr einen General die falschen Soldaten zugeteilt habt oder er sich in einer misslichen Lage befindet, könnt ihr ihn aus euren Dienst entlassen. Bedenkt, dass ihr dabei alle betroffenen Soldaten verliert. Nee, wollen wir nicht gerade. Errichtet eine Forst und die Jägerhütte in der Nähe des Jagdgebiets, um Wild zu erlegen. Ja, Jagdgründe findet ihr in Wäldern. Baut eine Försterhütte mit Jägerhütte, um Tiere in den Wäldern zu jagen. In einer Metzgerei könnt ihr sie zur besseren Verpflegung verarbeiten. Ja. Viele Sektoren können befestigt werden. Befestigungen können nur von Fernkämpfern wie Musketieren angegriffen werden. Diese könnt ihr in der Taverne anwerben. Diesmal ist Ramirez wohl geschützt. Mhm. Dieser Holzturm kann nur von Musketieren angegriffen werden. Ihr benötigt viele Musketiere, um den Turm zu bezwingen. Mindestens 10. Ja. Über die Jägerhütte. Viele Wälder verfügen über einen bestimmten Wildbestand, der gejagt werden kann. Der Tierbestand erneuert sich nur langsam.
Der Themenbestand schwindet und erneuert sich nicht, wenn die umliegenden Bäume von Holzfällern gerodet werden. Eine Jägerhütte kann an eine Forsterhütte angebaut werden. Sorgt dafür, dass die Jägerhütte in der Nähe von Tieren errichtet wird, um die Jagd zu beschleunigen. Die Metzgerei... Eine Jägerhütte ist vielleicht nicht genug. Ja. Beschleunigt eure Wirtschaft durch den Bau einer zweiten. Die Metzgerei produziert bessere Verpflegung aus Wild- und Zuchttieren. Die Metzgerei ist einem gehobenen Wohnhaus angeschlossen. Sie verbraucht eine einfache Verpflegungseinheit pro Produktionszyklus. Ja, ich kann theoretisch einfach hier in der Stadt ein besseres Wohnhaus errichten. Und dort die Metzgerei dran anschließen. Also erstmal zwei Metzgereien. Mal sehen, ob wir eine dritte noch hinkriegen. So, weil jetzt sollte eigentlich dann Jagdwild reinkommen. Und wir haben ja zum Glück noch genug Wild. Eine Metzgerei ist vielleicht zu wenig. Kurbelt eure Wirtschaft durch den Bau einer zweiten an. So, wir brauchen mindestens 10. Also sollten wir noch ein Wohnhaus errichten hier. Dann werden wir ja sehen, was dabei rumkommt an Fleisch. Ob wir uns noch eine dritte Metzgerei leisten können. Und so wie es aussieht, sind in unserem Steinbruch jetzt die Steine ausgegangen. Ja. Also weg damit. Steine haben wir noch mehr als genug, also brauchen wir den Steinbruch da oben nicht unbedingt erschließen. Hurra! Ihr habt die ersten Vorräte an besserer Verpflegung beisammen. Jetzt könnt ihr endlich Musketiere rekrutieren, die mit ihren Musketen Ramirez' Palisade durchbrechen und ihn für uns vertreiben können. Ja, für Musketiere werde ich halt viel Zeug brauchen. So, stellen wir mal auf 15. Und dann beschleunigen wir auch einfach mal, weil es wird nicht viel großartig passieren. Wir müssen halt gucken, dass die Fleisch- und die Wurstproduktion stimmt. Weil die Goldproduktion, die stimmt ja einigermaßen. Und wir haben noch mehr als genug Gold und Kohle. Um die 15 Musketiere zu erstellen. Aber das könnte halt, wenn ich... Du fällst einfach den Baum von meiner Taverne.
So, ich sag einfach mal, transportiert Brett ins Lagerhaus, dann werden die wenigstens hier rausgeholt. Und ja, kann sein, dass es wohl eher am Gold hängen wird als an der Wurst. Ah, die ersten 6 haben wir schon produziert. Gehen wir mal wieder auf normale Stufe. Und ja, ganz ehrlich, wenn man sich sieht, dass es so ansieht. Ich verstehe echt irgendwie nicht, was Leute gegen diesen Siedlerteil haben. Es wuselt alles. Es ist komplex. Es gibt sehr einige komplexe Produktionsketten. Also ja, das Komplexeste ist halt wieder die Bäckerei. Aber auch Holz zu Brettern. Gold und Kohle zu Münzen mit Fisch. Fleisch zu Wurst. Oh ja, wir können mal unserem Metzger zusehen. Noch scheinen sie ja genug Fleisch zu haben. Oh, und er fängt an. Er überlegt gerade noch, was er mit der Fleischkeule machen soll. Er ist unentschlossen, der Junge. Jetzt wohl nicht mehr. Ja, ab damit ihr den Fleisch wollt. Und ab damit in die Pelle. Dann ab mit der Wurst ins Lager. Ja, wie ich gesagt habe, hier in diesem Siedler wird wieder alles eingelagert. Ja, im Augenblick wartet wirklich alles nur auf das Gold. Ah, Gold und Kohle gehen langsam zurück. Auch wenn wir noch mehr als genug Kohle so im Allgemeinen haben, aber Gold halt nicht. Was auch immer sie sich dabei gedacht haben, uns in dieser Mission so viel Kohle an den Kopf zu werfen. Die Questtafel wurde aktualisiert. Besiegt Ramirez, so greift man Befestigungen an. Sektoren können befestigt werden, zuerst mit hölzernen Türmen oder Palisaden und später mit Steintürmen oder Wellen. Befestigte Sektoren können nur mit Fernwaffen angegriffen werden. Musketiere können hölzerne Befestigungen angreifen. Kanoniere sowohl hölzerne als auch steinerne. Befestigungen sind mit Kanonen ausgestattet und schießen auf angreifende Soldaten. Soldaten, die Befestigungen angreifen, nehmen Schaden und können durch die feindlichen Kanoniere vernichtet werden. Mhm. Ihr könnt eure Armee nach einer kurzen Verzögerung aus der Schlacht zurückziehen. Fernwaffen erfordern Munition. Ist die Munition aufgebraucht, ziehen sich eure Soldaten zum nächstliegenden Außenposten zurück, um nachzuladen und den Angriff anschließend fortzusetzen. Verwundete Soldaten können innerhalb eines von euch kontrollierten Außenpostens geheilt werden.